Das geht einfach nicht. Das war's. Ja. Vielleicht liegen deine Stärken nicht in der Küche. Ich mache jetzt ein bisschen Mehl rein, Eigelb. Ach, das vergisst doch alles, Mann. Gut, wir fixen nochmal. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich finde, die Ina ist so relativ zügig, zackig, resch, wie sagt man. Ich glaube, die kann richtig Gas geben. Also das Gefühl habe ich schon. Also wenn ich jetzt die Beiköchin Susi sehe, die wird da garantiert nicht widersprechen, wenn die Ina was sagt, oder? So den Eindruck habe ich. Also und Freude herrscht da auch nicht. 0,0. Ja gut, es lacht halt niemand, ne? Wo dürfen wir denn hin? Dann suchen wir uns mal ein Plätzchen. Ja, ich nehme das. Ja. Hier, Papa nimmt ja, der Papa sitzt an dir. Der Papa sitzt hier an dir. So, eine Ratskellerplatte. Eingefülltes Steak, einmal Hirschsteaks und die Forelle. Das andere will ich. Das habt ihr aber schön gemacht hier. Das ist eine Forelle Müllerin. Genau. In einem Kilo Butter. Ja, aber schau mal, wie meine Forelle schwimmt. Die ist im Wasser geschwommen und schwimmt sie in Butter. Na, vielleicht ist das eine Hommage an die Schwimmfähigkeit eines Fisches. Hast du noch Platz da, dass ich das wegstellen kann? Ja. Das wird aber lustig. Darf ich mal den Feuertopf probieren? Ja. Die Forelle war frisch. Aber ich weiß nicht, wann die frisch war. Die war einfach muffig, der Geschmack war nicht gut. Man wusste dann, okay, die Kompetenz ist nicht so gut verteilt oder gar nicht anwesend. Ich meine, das ist doch verarscht, oder? Mhm. Da sage ich mir einfach nur irgendwie, eigentlich schreibe ich gar nichts drauf. Ich sage Gemüse, ja. Aber Salingemüse im Kartoffelnesting, wenn das ein Nest sein soll, jeder Vogel macht das 100.000 Mal besser. Das ist okay. Darf ja, ich nochmal? Das wäre im Surrealen wäre das vielleicht eine Rose, ne? Und da denken sie, sind kreativ, weißt du? Ich bin sicher, die war stolz, als sie das gemacht hat. Sag ich, oh, wow, schau, was ich zaubern kann. Oh mein Gott. Also, es ist wirklich lecker. Mmh, ja? Das musst du aber kosten. Ist es, Andi? Mmh. Andi, ist es? Mmh. Wir geben es rum. Mmh, Andi. Andi. Mmh. Ist ja kalt. Ja klar, ist kalt und auch schon älter. Und dann schon ein bisschen. Und warum muss ich das essen? Man schmeckt halt, wenn irgendetwas frittiert ist und dann liegt es 2 Tage. Also entweder ich mache es jeden Tag frisch oder ich lasse halt so einen Firlefanz. Also das Salinengemüse ist nichts anderes wie mit Salinensalzgewürz. Alles aus dem Tiefgefach, alles überkocht, alles matschig. Das ist eine drüber geleert eine fertig gekaufte Hollandaise aus dem Tetrapack. Ja. Warum muss ich denn da die Energiekosten für eine beschissene Tiefkühltruhe verschwenden, damit ich dann hier so ein... Schaut euch mal diese Matsche an. Es ist wie im Altersheim. Wenn ich einen Brokkoli und Karotten also mit einer Gabel zerdrücken kann, dann das ist schon weit von Gut und Böse. Andi, stell dir mal vor, du kommst hier, du bist hier zu Gast in der Stadt und dann Sightseeing-Tour mit deiner Familie, kehrst hier ein, bestellst das alles. Deine Familie, die schlägt dich tot, die steinigen dich. Genau. Und das ist ein Wert von 100 Euro, die Rechnung wäre mit Sicherheit 100 Euro. Und schau dir das mal an, was für ein Desaster. Der Dame, die da kocht, sollte man wirklich sagen, raus aus der Küche, hat keinen Sinn. Das geht einfach nicht. Das war's. Ja. Okay, so, Jungs, die grauseligsten Werke schnappen und ab in die Küche, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Für mich war das da ein absoluter No-Go. Wollt ihr es mal probieren? Die ist ein Kartoffelnest, ist das, oder? Mhm. Okay, Nest. Aber probier mal. Okay. Guten Appetit übrigens. Sie haben beide die Nase gerümpft, ja, und haben gemeint, es ist nicht so toll. Wie kann ich denn als Koch oder als Restaurantleiter sowas nur raustragen? Und das dann noch zu dem Gemüse, da müssen wir eigentlich überhaupt gar nichts so sagen. Leider ist es halt, ist es einfach TK, es ist komplett verkocht. Weil der Forelle, der hat es unglaublich besorgt, irgendwie, wo immer die durchmarschiert ist. Du bist eine gelernte Köchin, du nicht.
Warum sagst du ihr denn, Entschuldigung, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du die Chefin bist, und du müsstest doch als gelernte Köchin so ein paar Mal schon so gemacht haben. Um Gottes Willen. Oder alles verlernt oder alles... Das ist eigentlich vieles verlernt. Also es ist schon so. Ihr beide sitzt da im Küchenboot und ihr... Die guten Zeiten und die schlechten Zeiten werden miteinander geteilt. Okay, also da haben wir einiges zu tun. Ja, also ich kann mich jetzt nicht ganz damit zufrieden geben als Fahrradfahren. Das verlernt man auch nicht. Und wenn man schon mal mit guten Produkten ein bisschen jongliert hat, dann weiß man auch, wo es hingeht. Ist ja auch eine traurige Aussage. Ne? Also bei mir schläft ja auch was anderes ein, aber doch nicht, was ich mal ursprünglich gelernt habe. Also ich weiß doch, wie was zu schmecken hat. Super schwierig. Also nicht nur, dass Essen schlecht ist. Die Situation ist, die Lage ist katastrophal in der Stadt. Und 4, 5 Mitarbeiter, auch katastrophal, aber die machen eigentlich alles falsch, was man falsch machen kann. Wir brauchen eine klare Strategie, wir geben hier vor, wir bringen die Buchte voll, dass einfach immer mehr Gäste reinkommen und das geht's. Aus der Köchin müssen wir vielleicht erstens mal wieder eine Köchin machen und wenn wir ein Konzept haben, eben mit Konzept. Und dann kann ja auch die Ina springen, aber vielleicht kann ja die Köchin viel mehr, wenn man sie wieder ein bisschen anschubst. Entweder willst du es haben, also ehrlich wissen, was Sache ist. Ja. Wir haben nicht gesagt, dass Hopfen und Malz verloren ist. Ich weiß nicht, ob die schon innerlich so tot sind, dass das einfach Spaß, Freude, dass das nicht übergreift. Jetzt gibt es eine kleine Aufgabe, eine kleine Competition. Und zwar wollen wir jetzt einfach noch mal von euch ein bisschen sehen. Warte, auf Susi, wie ihr euch in der Küche einfach bewegt, wie ihr arbeitet. Was haben wir da? Wurzel. Eine Wurzel. Eine Wurzel. Was könnte das für eine Wurzel sein? Dann riechen wir mal die dran. Wurzel und riecht mal eine Wurzel. Du da, identisch. Wird es scharf in der Nase? Mhm. Mhm. Meerrettich, wa? Meerrettich, jawohl. Ihr seht, was wir da haben. Da haben wir was? Fleisch. Schweinefleisch. Was für Fleisch haben wir da? Okay, und welches Stück haben wir da? Oh, da hinschauen. Nacken, jetzt haben wir es. Wunderbar. Die Grundkenntnisse waren gleich bei null, so. Das muss man wissen. Gut, sie wusste, wie eine Zwiebel ausschaut, das wussten beide. 15 Minuten. Mhm. Ich würde mal sagen. Ich würde das praktisch als Steak nehmen, würzen und dann als Gemüse so anlegen. Okay, dann dein Spiel. Und aber ich weiß ja nicht, wie es genau schmeckt und. Das musst du entscheiden. Das ist extrem. Und da haben wir noch Kartoffeln. Und wie kriegen wir die in 15 Minuten irgendwie essbar? Ich wollte die Kartoffeln jetzt abkochen, dann Bratkartoffeln machen. Bratkartoffeln, ich zum Beispiel würde die Bratkartoffel also mit der Schale garen. Das dauert aber, also du kriegst keine schönen Bratkartoffeln hin, weil die Kartoffel jetzt zu viel Wasser aufnimmt. Ja? Mach doch einen Kartoffelrösti. Währenddessen war ich immer noch nervös, das ist ja klar. Ich mache jetzt ein bisschen Mehl rein, Eigelb. Ach, das vergisst doch alles, Mann. Salz und Pfeffer und Muskat, Pfanne aufbraten. Gut, wir fixen nochmal. Und das hier, wie schmeckt man denn das ab? Das muss aber heiß sein, ne? Da fängt es mir jetzt nicht an, dass das da... Okay, dann gehen wir langsam das an, oder wie? Also, dass sie mal eine normale Ausbildung als Köchin vor der Industrie- und Handelskammer abgeschlossen hat, das kann man fast nicht mehr glauben. Fertig! So, du isst jetzt mal, aber bitte kombiniert. Und du isst jetzt auch erstmal gegenseitig. Und jetzt beurteilt ihr jetzt erstmal euer Essen gegenseitig. Ich bin auch salzig. Für mich gab es geschmacklich einen Gewinner. Es war die Ina. Das Essen hat einfach besser geschmeckt. Also eigentlich war die Susi also angedacht in der Küche. Ich habe eigentlich bei dem Probekochen erwartet, dass da eine kleine Zündung bei ihr also passieren würde. So. Aber das, da hat so gar nichts gestartet. Aber ich meine, wir haben noch einiges zu tun. Ich würde mal sagen, ihr geht in die Küche, dann wird heute mal die Bude gerockt, aber komplett. Ina, schau mal her, jetzt habe ich da den Schweinehals ein bisschen gepfeffert. Ja. Noch nicht gesalzen, damit es einfach kein Wasser zieht. Dann haben wir den Grill angemacht, dann werden wir die scharf anbraten. Ja.
Das wird nämlich der Mostbraten. Ah ja. Okay? Also. Wir stehen hier, haben nichts. Mike hat 6, 7, 8 Platten, hat er. Ja. Und er lässt uns nicht ran. Ja. Weißt du, wir gehen keinen Topf, wir gehen keinen Herd. Da ist der Bunkerkönig. Jetzt hol mal rein. Komm, er hat's verdient. Er hat's verdient. Es war einfach super anzuschauen, dass jemand so auftauen kann. Und sie war dann auch frech und dachte, wir sind ja auch frech. Und das finde ich schön. Das war ein Funke, der übergesprungen ist, auch auf die kleine Susi. Ganz kurz einmal anschwitzen und dann, jawohl, oh, ich habe einen großen Kochlöffel, hey. Ja. Steckrüben dazu. Alle? Mhm. So, ein bisschen Pfeffer. Hier habe ich so ein bisschen diese Mettenten, die Kochwurst, ein bisschen vorgegart. Ja. Die geben aber jetzt, da geben wir einen gewissen Teil mit dazu, dass da einfach die Würze mit in den Steckrübenmus mit hineinkommt, okay? Okay. Deckel drauf und schmoren lassen. Und ein einfaches Gericht, oder? Ja. Kann man schnell umsetzen und passt sicherlich zum Ratskeller. Ich habe gelernt, dass man frisch kochen, dass es nicht so schwer ist, dass man das auch lernen kann. Mädels, wie weit sind wir? Fertig! Wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde, dann geht's los. Gell? Die ersten Leute stehen schon draußen. Halb fertig wie die Klöße. Halb fertig. Ach du grüne Scheiße. Okay, also Klärfleisch. Hacke Peter! Fertig! Fertig. Schwarzbrot rösten! Ja. Ja. Wie? Ja, ist das alles? Ja, fertig. Jawohl, Chef! Fertig! Martensalat, wo? Fertig. Ja. Oh, das warst du? Aber lauter, sag es lauter. Fertig! Ja, bisschen Ton wie bei dem Militär, ja? Fertig! Jawohl! Also mehr hätte ich Schaum? Hab ich noch nicht. Fällt mir gerade ein. Zur Vorspeise dreimal Suppe. Als Hauptgang 2 Eisbein, einmal Mostbraten und dreimal Nackensteak. Da steht Wurzelfleisch, Ratskeller Wurzelfleisch. Der Service schreibt verschiedene Sachen auf. Also mal Nacken, mal Ratsantopf, mal Schweinehals. Und ich muss dann mal rätseln, was es sein könnte. Umgebung neu, zur Vorspeise eine Suppe, zum Hauptgang 2-mal Mostbraten. Jawohl! Okay, Bon neu. Ohne Vorspeise, einmal Mostbraten, einmal Wurzelfleisch, 2-mal Mostbraten und 2-mal Nacken, Ratsan, Schweine. Wurzelfleisch ist dasselbe. Steht es so durcheinander auf dem Zettel, oder? Ja, einmal Nacken, Rost, Kratz und Wurzel und ach Mann, dreimal und Schicken. Jetzt! Wisst ihr was, ich mache jetzt nur noch Salate und ihr könnt mich am Arsch lecken. Das macht Spaß. Also das ist ein angenehmer Stress. Die Ina, die hat heute richtig Gas gegeben. Also unwahrscheinlich, wie sie sich am letzten Tag noch mal gewandelt hat. Susi, ja? Dann 2-mal Mostbraten und 4-mal Wurzelfleisch. Jo. Ich mach Wurzelfleisch. Ja, was ist über sich hinausgewachsen? Sie müsste mir beim Einwohnermeldeamt einen neuen Pass holen, weil sie um 10 cm gewachsen ist. Heute war ich eine gute Köchin. Also ich bin fasziniert, dass man aus Schweinefleisch sowas zaubern kann. Es ist einzigartig, es ist wirklich lecker. Ich darf alle begrüßen da recht herzlich, alle schöne Bäcker. Also schön, dass ihr so zahlreich da erschienen seid. Die Kleinste hat heute mit den größten Job erledigt, weil die wurde immer größer und immer fleißiger. Die Kochprofis haben für mich geändert, dass ich eben ein bisschen aus meiner Haut gekommen bin. Man muss auch der Ina ein großes Lob zusprechen. Die Ina ist jetzt auch die Chefin hier im Haus. Sie ist jetzt aber im Service und in der Küche. Die haben unser Team verändert mit ihrer lockeren Art, dass man auch anders arbeiten kann als nur stur geradeaus. Wir hoffen, dass es in Zukunft gut geht. Wir haben jetzt eine neue deutsche Küche hier implantiert, die machbar ist, auch zugeschnitten ist auf euch. Für die Zukunft ist natürlich jetzt eine konstante Küche gefragt. Also das ist immer sicherlich das A und O. Also ich wünsche Ihnen ab jetzt jeden Tag eine volle Hütte, ist ja ganz klar. Lockt sie Gäste ins Haus, verwöhnt sie alle und viel, viel Erfolg in der Zukunft. Hier unsere Urkunde, ihr seid gecheckt, ja? Yeah!